Wow. Das Schöne an meiner Frisur ist ja, ich stehe morgens auf, strubbel einmal durch und es sieht eigentlich aus wie gewollt. Das Schlimme ist, nach dem Duschen sieht es nicht aus wie gewollt. Da habe ich eher so die Bjarne-Mädel-Gedächtnisfrisur. Es ist harte Arbeit, so auszusehen, wie ich aussehe. Die besten. Bei dem Wetter kann man nur froh sein, dass ich heute nicht laufen gehen muss. Heute wäre ich mit Sicherheit sehr nass. Andererseits, ich habe heute tatsächlich nichts auf dem Plan großartig, aber ich habe mitbekommen, dass auf Netflix eine neue Serie sein soll. Ich glaube 1899, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Irgendeine Jahreszahl. So, und das Ganze soll, glaube ich, von den Machern sein von Dark. Jetzt muss ich sagen, dass Dark mich überhaupt nicht abgeholt hat. Ich habe irgendwie zwei Folgen geguckt gehabt damals und habe gesagt, so, pff, nee, ist nichts für mich. Ich weiß aber zum Beispiel von Johannes und von ganz vielen anderen, die gesagt haben, ja, sie haben sich da durchgekämpft und das wurde richtig geil und eine super aufwendige Serie. Ja, glaube ich, hat mich halt nicht gecatcht. So, jetzt bin ich einmal überlegen, ob die Macher das hier jetzt ähnlich gemacht haben, dass es mich nicht catcht oder vielleicht doch. Und da ich heute tatsächlich Zeit habe, werde ich mir da jetzt mal eine Folge anschauen. Auf geht's! Ja, Folge 1 habe ich jetzt gesehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Also ich glaube, ich muss tatsächlich auch hier eine zweite Folge schauen. Ich werde mich aber jetzt erst fertig machen, duschen, keine Ahnung, werde mir was zu essen machen und dann eine zweite Folge schauen, weil geht ja quasi eine Stunde. Also das schaffe ich noch eine. Aber im Moment, boah, wieder so unheimlich viele Charaktere, die vorgestellt werden und boah, warum kann das nicht sein, so wie früher so? Keine Ahnung, Alf, eine Familie, ab und zu ist mal jemand von außen reingekommen, aber das waren überschaubare Serien, oder? Naja, ist nicht mehr wie früher. Wieder frisch und heute zum Thema Essen. Ich habe mir gerade Toasties in den Toaster geschoben. Die werde ich mir so reinschnabulieren und dann vielleicht noch ein kleines Instant-Nüdelsüppchen, nur um euch auf dem Stand zu halten. Folge 2 angeschaut, immer noch kein Stück schlauer, um was es da eigentlich geht. Das ist irgendwie, oh, das ist genauso wie mit Dark. Es fängt mich nicht. Es ist mir im Grunde genommen scheißegal, warum die da auf dem Schiff sind, warum die da das leere Schiff haben. Es holt mich überhaupt nicht ab. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich viele wieder sagen, so, nein, ist total geil, die Serie. Aber ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Ich glaube nicht, dass ich es weiterschauen werde. Dafür fesselt es mich zu wenig. 1899. Naja, gut. Was soll's. Ich hatte ja heute Zeit. Konnte ich gut ausprobieren. So, ich werde jetzt den Vlog hier dicht machen und ja, mich freuen, dass heute Abend ein Video kommt und morgen Abend nicht. Ist das richtig? Ja, doch, genau. Also aus meiner Perspektive, aus eurer Perspektive sieht das anders aus. Wobei ich ja schon wieder so einen ganz, ganz fiesen Gedanken habe, dass ich am Samstag doch ein Video hochlade. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Wenn ich es mache, seht es mit einem Augenzwinkern. Oder ja, dann habt ihr es ja gestern gesehen.
ich würde sagen, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich morgen wieder. Bis denn. Ciao. Das ist die Wahrheit meiner Frisur.